Naturbegabt slash Licht. Sprechen wir mal über Licht. Heute kommt eine Menge Theorie auf euch zu, denn wir sprechen über die technischen Details verschiedener Lampen. Bevor wir einsteigen, müssen wir klären, wie unser Auge funktioniert. Das ist relativ einfach, das funktioniert ähnlich wie ein Kamerasensor. Ein Objekt wird von einer Lichtquelle angestrahlt. Das Licht wird von diesem Objekt reflektiert, trifft in unser Auge und das Auge bastelt daraus ein Bild für unser Hirn. Das erklärt natürlich auch, warum wir im Dunkeln nichts sehen. Ja, das ist jetzt aber wichtig, wenn es darum geht, wie wir zum Beispiel Farben wahrnehmen. Denn das Licht hat darauf einen Einfluss. Bevor wir jetzt also anfangen, verschiedene Leuchtquellen, also Lampen zu vergleichen, müssen wir erstmal ein paar Grundbegriffe klären. Das sind so die Grundbegriffe, wenn es darum geht, Licht einzuordnen. Als erstes wäre da Kelvin. Kelvin beschreibt die Lichttemperatur, genauer gesagt die Lichtfarbe. Ein niedriger Kelvinwert hat ein sehr rotes, also ein warmes Licht. Ein hoher Kelvinwert hat ein sehr blaues, also ein kaltes Licht. Wir Menschen bevorzugen so zwischen 5 und 7.000, am liebsten so 6.500. Das ist so das, was wir als sehr freundlich, sehr warm, aber auch nicht zu warm wahrnehmen. Wahrscheinlich daher, dass wir die Sonne, die ja unsere einzige natürliche Lichtquelle ist und damit auch der Referenzwert für alles, die Sonne hat an ihrem höchsten Stand ganz genau 5777 Kelvin. Dass wir da dann natürlich etwas in der Nähe suchen, um uns wohlzufühlen, ist natürlich ganz verständlich. Der nächste Wert ist Lumen. Lumen wird gerne mal fälschlicherweise für die Helligkeit hergenommen. Das ist aber nicht ganz richtig. Denn Lumen beschreibt eigentlich nur den Lichtstrom. Das bedeutet, wie effektiv die Lampe oder beziehungsweise die Lichtquelle aus dem eingehenden Strom, und eingehenden Strom mit Watt muss ich euch ja jetzt nicht erklären, wie effektiv die Lampe aus dem eingehenden Strom Licht erzeugen kann. Die Idee, die Helligkeit des Lumenwerts abzuleiten, ist gar nicht mal so verkehrt. Es ist nicht richtig, aber auch nicht ganz verkehrt, denn je effektiver eine Lampe Licht erzeugt, desto heller ist sie meistens dann natürlich auch. Ein etwas aus der Mode geratener Wert, um den Lichtstrom zu bestimmen, ist der sogenannte Lux-Wert. Das hat man damals noch bei den Leuchtstoffröhren ganz gerne gemacht, kommt heute aber nur noch ziemlich selten vor. Meistens die neuen LEDs zum Beispiel benutzen immer gerne Lumen und auch Leuchtstoffröhren werden inzwischen gerne mit Lumen angegeben. Der dritte Wert ist ein ziemlich interessanter Wert, denn da geht es dann wieder darum, wie wir Farben wahrnehmen. Der sogenannte CRI oder manchmal auch CRI-Wert genannt. Im Englischen heißt das Ganze Color Rendering Index, so, und im Deutschen ja der Farbwiedergabeindex. Der CRI-Wert beschreibt, wenn man es ganz genau nehmen will, das Farbwiedergabeverhältnis einer Lichtquelle zu einer anderen. Die andere ist dabei natürlich im weitesten Sinne immer die Sonne, es sei denn, man möchte zwei Lampen vergleichen. Die Sonne hat den Referenzwert von 100 und ist damit so die Ausgangsbasis, um einen CRI-Wert einer Lampe zu bestimmen. Heißt, wenn eine Lampe einen CRI-Wert von, ja, sagen wir mal 95 hat, was schon ziemlich gut ist, dann kann man natürlich davon ausgehen, dass die Lampe 95% der Farbwiedergabe im Licht hat wie die Sonne. Ist ein bisschen schwierig zu verstehen, aber man kann damit im Prinzip bestimmen, wie gut Farben für unser Auge wiedergegeben werden. Ja, besonders im Sinne von RGB-LED oder weißen LED und so weiter. Der vierte und auch nicht ganz unwichtige, weil er oft mit dem CRI-Wert in Verbindung steht, der vierte Wert ist das sogenannte Farbspektrum. Das Farbspektrum, das seht ihr oft bei den Herstellern angegeben, das ist dieses, ist ein Diagramm, soweit ich weiß. Das Farbspektrum gibt an, wie hoch der von uns sichtbare Anteil im Licht in dieser Lampe ist oder in der Lichtquelle. Es gibt nämlich noch
bis auf das Licht, das wir sehen können, also von Rot über Grün, Gelb bis Blau, gibt es noch ein bisschen mehr im Licht, das wir nicht sehen können, zum Beispiel Infrarot oder Ultraviolett. Das Farbspektrum für uns sichtbar ist von 400 bis 700 Nanometer, so ungefähr. Der witzige Teil daran ist, dass Pflanzen zum Beispiel nur einen Nanometerwert von 400 bis 490 und von 640 bis 730 gebrauchen können. Der Teil dazwischen ist für Pflanzen relativ unwichtig. Das kennt man vielleicht, wenn ihr das schon mal gesehen habt, diese Pflanzenwachstums-LED-Leuchten. Die sind dann meistens so ja, violett, rötlich, mit ein bisschen Blau meist dazwischen. Bei Aquaristiklampen, also Lampen, die für den Gebrauch über Wasser eingesetzt werden, ist der Blauanteil meistens viel höher. Das hat den ganz einfachen Grund, dass Wasser die Eigenschaft hat, Licht wegzufiltern. Ab 50 cm Wassertiefe wird es selbst für die Sonne sehr schwer, noch wirklich tief mit dem Licht einzudringen. Besonders rotes Licht wird vom Wasser sehr, sehr effektiv weggefiltert. Blaues Licht hingegen kann sehr tief eindringen. Das erklärt natürlich auch, warum unsere Weltmeere blau sind. Ähnlichen Effekt hat der Himmel, aber da ist es ein bisschen komplizierter. Normalerweise wäre das Meereswasser nicht blau, sondern ja, durchsichtig, vielleicht ein bisschen braun, grünlich, grau. In Blau ist es wahrscheinlich doch schöner. So, mit diesen vier Werten könnt ihr jetzt natürlich, naja, wenn man noch Watt als Stromaufnahme hinzuzählt, könnt ihr jetzt jede Lampe vergleichen. Schauen wir uns einfach mal eine Leuchtstoffröhre an. Ich habe hier mal die Juwel T5 Highlight Day genommen, eine Tageslichtröhre von Juwel. Das ist, schätze ich mal, einfach die am weitesten verbreitetste. Das klingt komisch. Die kommt von 438 bis 1200 mm daher, 24 bis 54 Watt, wobei man dabei natürlich bedenken muss, dass bei den 54 Watt Modellen, das dürfte so ab 1,18 Meter ist es, glaube ich, bei den Einbautiefen, muss man natürlich auch dabei bedenken, dass man dort in der Abdeckung meistens mindestens zwei Röhren hat. Ja, bei richtig großen Becken sind es dann teilweise sogar drei oder vier. Oder es gibt diese großen Multiröhrensysteme von ATI oder Giesemann oder anderen Herstellern, wo dann teilweise sechs oder acht Röhren drin sind. Da addiert sich der Wattwert dann natürlich immens. Die Juwel Highlight T5 Day kommt mit 8000 Kelvin, naja, also ein recht neutrales Licht, ein bisschen blaulastig, weil es ja auch für Aquarien gedacht ist, und schafft von 1200 bis 3800 Lumen. Das ist für eine Leuchtstoffröhre gar nicht schlecht. Der CRI-Wert dieser Röhren, ja, den gibt Juwel nicht an. Ja, wahrscheinlich nicht absichtlich, denn wenn Hersteller diesen Wert angeben, dann ist es meistens auch als Verkaufsargument, weil sie dann sagen, hey, wir haben eine Lampe, die gibt richtig schön Farben her, wieder und so weiter. Bei Leuchtstoffröhren ist es eigentlich relativ bekannt, dass sie sich einfach nicht mehr weiterentwickeln, einen relativ hohen CRI-Wert haben, meistens so zwischen 80 und 90. Wenn wir von Leuchtstoffröhren sprechen, dann müssen wir auch immer von der Lebenszeit sprechen, denn da liegt so ja, der Hund begraben bei Leuchtstoffröhren. So eine Leuchtstoffröhre muss man nämlich meistens alle zwei Jahre austauschen, denn danach ist nicht mehr gewährleistet, dass sie ihre volle Leistung auch noch ins Wasser bringt. Die geben dann nach und nach immer mehr Leistung ab, bis sie dann irgendwann nur noch so ja, sehr schwach vor sich hinglimmen. Also wer mal eine Leuchtstoffröhre mehrere Jahre betrieben hat, weiß, irgendwann sind die einfach total dunkel. Das gleichen Leuchtstoffröhren momentan aber natürlich durch einen sehr geringen Einkaufspreis aus. Denn ich glaube, die ganz kleinen kosten teilweise sogar unter 10 Euro. Die größeren, also die 1,20 Varianten, spielen da so in der Liga von 30 bis 40 Euro ungefähr. Die Starter, die bekommt man ziemlich günstig dabei. Alles kein Problem. Wer seine Leuchtstoffröhre gegen ein neues LED-Modell eintauschen will oder austauschen will, der steht vor einem großen Problem. Denn
wenn man immer nur Leuchtstoffröhre benutzt hat und jetzt auf LED umsteigen will, dann steht man vor einer Riesenwand aus verschiedensten Bauformen, Bauarten, LED-Farben und zusätzlichen Funktionen, ob man die braucht oder nicht. Es ist sehr schwer geworden. Anfangs gab es erst nur weiße LED, dann kamen die RGB, also Rot, Grün, Blau, die additiven Farben hinzu. Inzwischen gibt es Mischformen, wo dann weiße drin sind, die dann noch mit Rot, Grün, Blau oder manchmal auch Gelb unterstützt werden. Es gibt inzwischen auch weiße LED, die ein volles Farbspektrum haben. Das lässt sich einfach nicht mehr so genau unterscheiden. Daher ist es leichter, bei LED inzwischen die gewünschte Bauform herzunehmen. Denn wenn ihr zum Beispiel eine Abdeckung habt und die möchtet ihr nicht aufgeben, aus verschiedensten Gründen, weil vielleicht Fische springen oder ihr das nicht mögt, wenn das Aquarium offen ist, da gibt es dann Ersatzsysteme wie LED-Röhren, wo dann die LED einfach in so Röhren drin sind, die man dann in die Abdeckung klemmt. Es gibt große Ersatzsysteme, wo dann eine LED-Platte in Adaptern hängt. Es gibt Ersatzsysteme wie die Helia Lux. Und wenn man sich dazu entscheidet, das Becken offen zu betreiben, dann fängt der Spaß nämlich erst richtig an. Dann kommen Spots, Aufsetzlampen, Aufhängelampen in den verschiedensten Preiskategorien und Möglichkeiten. Man muss sich da leider ein bisschen reinkämpfen, je nachdem, wie hoch das Budget ist. Hat man ein unbegrenztes Budget, dann ja, findet man mit Sicherheit alle Hersteller irgendwie und je kleiner das Budget wird, umso beschränkter wird dann auch die Auswahl. Generell lässt sich aber sagen, dass die LED der Leuchtstoffröhre inzwischen ja ziemlich überlegen ist. Denn so eine LED schafft es einfach, mehr Licht aus weniger Strom zu erstellen, herzustellen, ist um einiges langlebiger, denn die meisten LED-Leuchten haben eine Lebensdauer von 50.000 Stunden. Das sind 10 bis 15 Jahre, kosten dann dafür natürlich auch mehr. Ihr habt jetzt alle Fakten, Infos erfahren, besonders die Grundbegriffe Kelvin, Lumen, CRI-Wert, Farbspektrum und natürlich auch Watt und Lebensdauer, mit denen ihr euch in dem Dschungel der Lampen und der Lampenhersteller recht gut zurechtfinden könnt. Falls ihr nämlich nicht eine günstige Lampe haben wollt, wie ich jetzt für das Low-Budget Aquascape, das hinter mir steht, das ich euch jetzt natürlich noch nicht zeige, das ist zum Teil schon fertig, dann könnt ihr, wenn ihr bereit seid, ein bisschen mehr Geld auf den Tresen zu legen, könnt ihr euch da natürlich wunderbar zurechtfinden. Eines sei noch gesagt, wenn ihr umsteigt von der Leuchtstoffröhre auf LED, dann fangt mit der LED immer gedimmt an. Die meisten LED haben inzwischen einen Dimmer dabei oder manchmal auch einen Controller, über den man das Ganze dimmen kann. Denn wenn ihr euer Becken von jetzt auf gleich mit der doppelten oder dreifachen Lumenzahl befeuert, dann kann das ganz schön Probleme geben. Es gibt dann eine ja, recht schwammige, aber gute Faustregel, die besagt 0 bis ungefähr 20 bis 30 Lumen pro Bruttoliter, also von eurem Aquarium, nennt man schwaches Licht. Das ist für die meisten ja anspruchslosen Pflanzen völlig ausreichend, so wie, was weiß ich, Kryptokorien, die meisten, Buzephalandra, Anubias und so weiter und so weiter. Da braucht man noch meistens noch gar keine CO2-Versorgung, denn die Pflanzen haben einen so langsamen Stoffwechsel, dass das nicht nötig ist. Also 20 bis 30 bis 50 bis 60 Lumen pro Bruttoliter ist man dann im mittleren Lichtsegment angelangt. Da kann man dann schon im Prinzip die meisten Pflanzen halten. Da ist es auch schon recht ratsam, eine CO2-Anlage mit zu installieren, damit die Pflanzen, die ja, wenn ihr so bei 50, 60 Lumen pro Liter seid, dann ist der Stoffwechsel der Pflanzen durch die hohe Lichtausbeute doch schon gut angeregt und ihr braucht eine CO2-Anlage, um das Ganze auch ein bisschen abzufedern, damit die Algen sich nicht freuen. Und alles über 50, aber eher so 60 Lumen pro Bruttoliter ist dann Starklicht. Da ist dann so der Bereich, in dem sich Aquascaper richtig wohlfühlen. Ja, aber die arbeiten sowieso generell mit CO2-Anlage in den meisten Fällen. Und da gibt es auch keine Pflanze, die sich da noch recht zickig anstellt, es sei denn, die Wasserwerte passen nicht. Soweit, so gut. Alle Basics zum Licht. Falls noch Fragen offen sind oder falls ich durch
diese Infos Fragen ergeben haben, dann schreibt sie doch in die Kommentare. Falls ihr Lob oder Kritik habt, dann könnt ihr das natürlich auch dort niederschreiben. Abonnieren natürlich nicht vergessen, ganz, ganz wichtig, abonnieren, abonnieren, abonnieren. Und wenn ihr das... Ja, das Gefühl kriege ich bei der Glocke auch immer. Ihr könnt sie drücken, wenn nicht, keine Ahnung, ich mache es auch nie. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und die Glocke zu drücken ist, glaube ich, nicht verkehrt. Vielleicht auch nicht, man weiß es nicht mehr so genau. Drückt sie einfach ein paar Mal und schaut, was passiert, wer weiß das schon. Bis dahin, bleibt naturbegabt.